Sag mal, was ist denn der verdammte Knopf fürs Fressen? Bin ich denn jetzt völlig bescheuert? Nein! Ich bin sowas von im Arsch. Und herzlich willkommen zurück bei Evolve und ich bin solo unterwegs, habe als Priorität 1 das Monster eingestellt, dass wir da auch mal ein paar Videos zusammenkriegen. Der Kraken und der Geist bzw. Wraith sind noch gesperrt. Gut. Ah, es ist jetzt echt, lass mich nicht lügen, also mindestens 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal einen Goliath oder überhaupt ein Monster gespielt habe. Jetzt hoffe ich, ich stelle mich nicht ganz so dämlich an. Was nehmen wir denn als Perk, als Vorteil? Genau. Okidoki, wir kämpfen gegen Maggie und Hank. Ah ja, und die anderen beiden werden anscheinend, schade, aber so wie es aussieht, werden die durch einen Bot ersetzt. Aber es kann natürlich immer so im Laufe von so einem Spiel auch sein, dass dann die Position von einem menschlichen Spieler nachbesetzt wird. Das habe ich jetzt auch schon 1-2 Mal gehabt. Gut. Ah, Monster spielen ist EA. Also es ist einfach verdammt cool. Das ist ja diese unglaubliche Stärke von dem Spiel. Dieses 4 gegen 1 und das Monsterspielen ist einfach was komplett anderes. Da oben sehe ich schon das Landungsschiff. Ach, das fliegt dahin. Ja, dann will ich ja eigentlich nicht dahin, ne? Aber ich muss ja irgendwo hin. Rechts seht ihr die Karte, die habe ich gerade eingeblendet. Hinter mir ist ja nur der Damm. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich Fressi-Fressi mache und zwar so schnell wie möglich. So, da sehe ich schon was Grünes. Das ist Futter. Genau, so tue ich schleichen, alles klar. Aber die Viecher haben mich ja schon gesehen, ne? Wahrscheinlich, weil ich so einen Mundgeruch habe. So, sehr schön. 2 auf 1 Streich. Die Jäger sind hoffentlich noch weit weg. Warte mal, wie geht denn das... Oh, fuck, wie geht denn das Fressen nochmal? Alter, was mache ich denn hier? Ey, ich will die Viecher fressen. Sag mal, was ist denn der verdammte Knopf fürs Fressen? Bin ich denn jetzt völlig bescheuert? Nein! Ich bin sowas von im Arsch. Ich finde den Knopf zum Fressen nicht mehr. Oh Gott. Voll das Opfer. Ey, was mache ich denn jetzt? Die Jäger sind anscheinend noch nicht da, aber was mache ich denn jetzt? Ich bin zu bescheuert zum Fressen. Ich finde, sag mal, so viele Knöpfe hat doch der Controller nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ja völlig im Arsch. Ja, schlagen. Und dann? Das gibt's dann. Ach, L2. Meine Fresse, ey. So viele Knöpfe hat der Controller echt nicht. Ach, du Schande. Da habe ich jetzt aber, ey, eigentlich einen riesen Vorteil jetzt gehabt, weil die Jäger weit und breit nicht zu sehen sind. Und den Vorteil habe ich ja mal sowas von verschenkt. Fuck. Riesennachteil und Riesenvorteil für die Jäger. Natürlich durch die Vögel durch, du Depp, du Dummer. Na gut, jetzt wissen sie auch noch, wo ich bin. Und nochmal Vögel, ist das ein Spaß. Und ich laufe dem einsamen Dino hinterher und kriege nicht mehr das gebacken. Oh Gott, also jeder das Video denkt, ich spiele das Spiel das erste Mal. Aber das, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber wenn man so ein Spiel dann echt mal ein paar Tage oder vielleicht auch mal 2 Wochen, also in dem Fall habe ich echt das Monster bestimmt 2 Wochen nicht mehr gespielt, nicht mehr gezockt hat. Oh, bis man die Knöpfe wieder findet, wo alles ist. Ja, hier auf dem Damm brauche ich nicht rumlaufen. Hier sind keine Viecher, verdammt. So. Mal schnuppern, nicht, dass doch dann auch irgendwo die Jäger auftauchen. Ah, fuck. So, jetzt. Chakalak. Ah, ich wusste es doch, da hat mich einer getroffen. Oh, nee. Arena errichtet. Ja, das ist natürlich sehr blöd. Ist der alleine? Nee, das ist noch einer. Noch Daisy. Ah, das ist Maggie. Und Hank? Ah, Hank kommt da. Nee, das ist Val. Das ist der Heilstrahl vom Medic. Das ist natürlich immer schön, weil in dem Fall ist der Medic nämlich immer leicht zu erkennen. Mann, ey, jetzt bin ich echt noch Stufe 1. Ich bin sowas von im Arsch. Die ballern mir jetzt dermaßen das Schild vom Hirn. Ja, und... Ich meine, gut, ihr wisst es vielleicht schon, wenn es nicht das erste Evolve-Video ist, was ihr guckt, aber das Schild kann man ja wieder aufladen, indem man... Ah, Mann! Viecher frisst diese scheiß Harpunen. Ich muss sie doch einfach nur wegschlagen. Ich stelle mich an wie der letzte Anfänger. Na gut, und die Harpunen machen mir jetzt Leben schwer. Scheiße, jetzt ist oben der blaue Balken, das Schild ist weg. Schild kann ich mir zwar wieder anfressen. Mühsam.
Aber die rote, die Hauptenergie, die bleibt halt auf jeden Fall verloren. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Füße in die Hand nehme. Der Daumen ist weg, ne? Der Daumen ist weg und ich muss gucken, dass ich wegkomme. Mann, ey. Gott, wie der letzte Anfänger. Das ist ja unglaublich. Hier ist ein bisschen Wasser. Naja, aber auch nur ein bisschen Wasser. Wasser ist an sich gut, um meine Spuren zu verdecken. Wichtig ist springen, Goliath. Springen. Weg von den bösen Jägern. Oh Mann, das habe ich ja total verkackt. Die habe ich jetzt am Arsch, ne? Wenn man einmal so... Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Da kommst du auch nicht wieder richtig rein. Ne? Zumindest geht mir das so. Aber ich bin auch teilweise echt ein bisschen verpeilt. Also, Mann, Mann, Mann. Im Ladebildschirm vorhin habe ich so einen schönen Tipp gesehen. Schau doch mal in die besten Listen. Vielleicht bist du der beste Medic der Welt. Ja. Ich definitiv nicht und Idiot bin jetzt genau in die Arme gelaufen. Solange der Trevor jetzt pennt und seinen Daumen noch nicht errichten kann, ist alles gut und ich bin immer noch Stufe 1. Ich bin ja sowas von im Arsch. Ah, und hüpf gegen die Felsen. Die Riesenstärke von Goliath ist ja die Sprungweite, die Geschwindigkeiten. Oh, das war eine Stasisgranate. Das war, wer war denn das? War das Ape oder war das Hyde? Nee, Stasisgranate oder Giftgasgranate? Wahrscheinlich Hyde, der Assault. So, jetzt versuche ich sie mal ein bisschen auf eine falsche Fährte zu lenken, indem ich jetzt schleiche. Aber die sind mir echt am Arsch. Hier, da kommt schon der Nächste. Ja, hier, hab ich doch, das war doch gerade schon wieder eine Feuerschweife, oder wie man das nennt, ne? Von der Waffe. Also ist noch alles drin. Ich habe auch kaum von meiner roten Energie verloren. Schild konnte ich auch schon wieder ein bisschen auffüllen. Ist noch alles drin, aber ich habe halt wirklich unglaublich Zeit verloren. Also, ey, ich komme überhaupt nicht klar. Nächstes Mal wird es besser, ich verspreche es euch. So, jetzt wird erstmal evolved. In der Hoffnung, dass die mir jetzt nicht die restliche Energie vom Schild ballern. Alles klar, den Felsbrockenwurf lassen wir jetzt mal aus. Die anderen drei Fähigkeiten habe ich auf 2 Punkte erhöht. So. Wo sind sie? Weiß ich nicht, aber da oben ist ein fetter Käfer. Fettfutter. Fettfutter. Goliath hat Hunger. Yummy, 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 yummy. Komm. Na komm. Fressi, fressi. Oh ne, da sind sie ja schon wieder. Fuck, Arena. Alter, da habe ich sie noch sagen hören, Arena errichtet. Wäre ich mal gesprungen, ich Idiot. Jetzt bin ich natürlich in diesem Felskomplex gefangen. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, ich komme hier irgendwie nicht klar. Ich versuche hier gerade so einen Schleichangriff zu machen. Weißt du, in Schleichmodus gehen und dann so einen Schleichangriff, dann kann man nämlich so einen Jäger auch richtig fett packen und durch die Gegend werfen. Aber das ist jetzt zweimal mal ordentlich schief gegangen. Mein Schild haben sie mir auch schon wieder runtergeballert. Ah, Sackgasse. Super, Jackpot. Also ich... Das Schlimme ist eigentlich, dass ich gerade merke, was ich für einen Mist mache, aber es nicht besser mache. So. Sind sie eigentlich alle auf einem Fleck. Jetzt könnte ich immer so die einen verpassen, aber ich habe kein Schild mehr. Energie haben sie mir auch schon ein Drittel runtergeballert. Das endet böse, wenn das so weitergeht. So, jetzt habe ich den Maggie am Klack. Den Medic. Yeah, 2 auf einen Streich. Juhu. Ey, komm, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Markov kriegt jetzt auch einen auf den Sack. Und der Vorteil ist, Hank kann hier drinnen seinen Luftschlag nicht machen in der Höhle. Ich muss den doch jetzt mal treffen. Ich bin gleich im Arsch. Ja, die anderen leben auch schon wieder. Das hab ich ja jetzt mal glorreich verkackt, ey. Oh, Daumen ist weg. Daumen ist weg. Renn, Goliath. Renn. Ah, oh, ich muss weiter nach oben zielen, um weiter zu springen, ey. Das ist ja total bescheuert, wenn man das Fadenkreuz auf den Boden richtet und springt. Und dann springt... Oh, jetzt steht da eine Falle, ey. Ich glaube, es hackt. Wie gesagt, höher richten, dann springt man auch weiter. Also ich kriege ja heute nicht gar nichts zustande. Los. Fressen, den anderen auch und da sind sie schon wieder die Säcke, ne? Komm, fress das schnell, fress. Fuck. Ey, wie jetzt so schnell schon wieder, ey?
Ist der Dome schon wieder aktiv? Oh Mann! Jetzt habe ich... Ach, ich habe völlig verkackt. Guck dir meinen Energiebalken an. Keine Chance, ist vollkommen egal. Stelle ich mich todesmutig dem Finalkampf. Oh Mann! Naja. Man muss auch verlieren können, ne? Na, gibt ja zumindest alles Erfahrungspunkte. Okay, keine glorreiche Runde, ich gebe es zu. Ich gelobe Besserung. Dranbleiben, Jungs und Mädels, dranbleiben. Das geht nicht nur besser, das muss auch besser gehen. Das war ja jetzt echt eine erbärmliche Vorstellung. Mann, Mann, Mann. Naja, die Jäger brauchen ab und zu auch mal ein Opfer. Das haben sie somit gefunden. Ah, und ich freue mich trotzdem auf ein paar weitere Monster-Matches. Ja, und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Dann wird gemonstert und dann diesmal wird geschlachtet. Das wird ein Schlachtfest. Das verspreche ich euch. Gut. Ja, kurze Taktikübersicht. Aber brauchen wir nicht. Alles klar, wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, danke, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wollt ihr weitere Videos zu Evolve sehen, kann ich euch die beiden hier verlinkten Playlists empfehlen. Einmal die ganzen Let's Plays mit allen Monstern, mit allen Jägern und so weiter. Und einmal die Tutorials, sowohl aus dem Spiel, als auch dann bestimmt mal das ein oder andere Tutorial von mir. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite und wollt ihr mehr von mir sehen, dann seid doch so nett und abonniert einfach meinen Kanal. Da kommt nämlich noch einiges mehr. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.